Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Reaktion. Dass es das nochmal auf dem Kanal gibt, hätte ich selbst nicht gedacht, aber jetzt hat es mich nach Jahren mal wieder erwischt. Das Öffentlich-Rechtliche hat einen Schnipsel von mir weiter verwendet, von einem 5 Jahre alten Video, wo es um die Ölreinigung geht. Ich muss an der Stelle sagen, ich darf nicht zu weit ausufern, weil ich auch nicht so viel Zeit habe. Skincare ist schwierig. Und ich habe hier auch so ein paar Produkte. Eins davon ist in dem Bericht gezeigt worden. Ich würde einfach sagen, lasst uns einfach mal loslegen. Wir machen das jetzt im klassischen Reaction-Format. Ich habe das Go von ARD gekriegt. Das ist auch was ganz Besonderes, gell? Lieber Daniel, sei gegrüßt. Und ich hoffe, unsere Abmachung wird eingehalten. Ne? Also, ich habe gesagt, ihr müsst mich nicht aus dem Beitrag rausschneiden, wenn ich reagieren darf und ihr mich verlinkt. Das gehört dazu. Ne? Aber, nee, ich wollte euch noch eine Sache zeigen, weil mich jetzt doch der ein oder andere drauf angesprochen hat. Wieso, das ist doch voll super, dass du gezeigt worden bist. Also es gibt ja das Urheberrecht und das ist eine Urheberrechtsverletzung. Genau genommen mache ich das gerade auch. Deswegen beim Öffentlich-Rechtlichen musst du halt Absprache halten. Ne? Also wenn du auf was reagieren möchtest, dann wirst du so eine Art White gelistet, ne? Damit du nicht, damit der Beitrag nicht einfach entfernt wird oder so. Wir sind hier freundlich, denn in dem Beitrag wird auch viel Wahres gesagt, aber es wird viel zu viel offen stehen gelassen. Das geht halt gar nicht. Und ich bin halt komplett aus dem Zusammenhang gerissen worden. Wir machen das jetzt mal so. Ich glaube, ihr müsstet euch jetzt drauf. Ich müsste euch drauf haben. Ja, ich habe euch drauf. Das Recht am eigenen Bild ist Teil des Persönlichkeitsrechts und ergibt sich aus Paragraph 22 Kunsturhebergesetz. Das Recht wird wie folgt definiert: Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Ich wurde nicht gefragt. So viel dazu. Also, ne? Macht das nicht noch einmal. Ihr wisst's jetzt. Und ich musste dir erstmal darauf hinweisen, dass wenn ihr Fremdmaterial verwendet, muss mal mindestens die Quelle angegeben sein. Das war nämlich am Anfang nicht angegeben. Naja, okay. Wir legen los, würde ich sagen. Let's go. Ich werde immer zwischendrin ein bisschen, wie man es halt so macht, anhalten, um Dinge dazu zu sagen. Also aus einem 9 Minuten 29 Beitrag wird was Längeres, weiß ich jetzt schon. Eigentlich wollte ich ja nur Spülmittel kaufen, bin aber aus Versehen bei der Hautpflegeabteilung links abgebogen. Vielleicht könnte meine Haut bei dem ungemütlichen Wetter ja mal was Gutes vertragen. Und das ist halt tatsächlich so, ne? Also du musst dir erstmal bewusst werden, was für ein Hauttyp bist du? An der Stelle möchte ich dir einen richtig guten Podcast mit dem lieben Leon, der unsere Ikone ist, kann man an der Stelle schon sagen, unsere Queen, von Nische Beauty Labs verlinken. Ich werde sie wahrscheinlich unters i legen. Und da geht es eben um die Verwirrungen von Influencern, die sie eben verbreiten. Ich habe sehr viel mit diesen Verwirrungen zu tun, weil ich kriege sehr viele Kommentare mit, darf ich das mit dem kombinieren? Ich habe Hautreaktionen von dies, das und jedem, weil durch die Flut an Produkte, die es eben auf dem Markt gibt und dann den Influencern, die halt einfach einen drauf geben, wie das der Endverbraucher aufnimmt, denken halt viele Leute, sie könnten alles auf ihr Gesicht schmieren. Das geht halt nicht. Das geht wirklich nicht. Und dafür setze ich mich mal grob schon seit 5 Jahren ein. Das Video, was
das Öffentlich-Rechtliche von mir genommen hat. Das ist 5 Jahre alt. Aber zu dem Video werde ich jetzt mal nicht so viel sagen, weil ich tauche ja in dem Beitrag auf. Ne? Also ich bin berühmt. Aber was? Ein Reinigungsöl? Micellenwasser? Reinigungsöl. Dieses Reinigungsöl habe ich hier. Ne? Kann ich empfehlen und ist aber auch nicht für jeden geeignet. Es ist eine milde Art und Weise, sein Gesicht zu reinigen. Jetzt sich nicht nur auf dieses Produkt beziehen, das sage ich bei jeder Review, die ich auf meinem Kanal mache. Guckt euch übrigens mal genauer meinen Kanal an. Je nach Hauttyp. Na, also die Haut ist auch total individuell. Lerne deine Haut kennen. Schmier nicht einfach irgendwas drauf, bloß was ein Influencer gesagt hat. Solche Produkte, da gibt es ja die diversesten. Das ist jetzt eins. Das ist ein Gel von Bayer und Söhne. Das hat ein bisschen mehr gekostet. Das ist so ein Gel, was auf der Haut aber zu Öl wird. Ja, Isana hat sowas probiert bei Rossmann. Das kostet weniger. Mehr habe ich jetzt gerade nicht dastehen. Und es ist ganz wichtig, dass du ein Produkt findest, ob es jetzt in der Drogerie oder du bestellst es dir im Internet, das wieder runtergeht vom Gesicht. Das ist ganz wichtig. Also da darf kein Film übrig bleiben. Ich habe immer wieder Kommentare auf meinen Videos, wo es halt heißt, ah, ich mag den Film, ich lasse den drauf. No, 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 no. Ne? Also da reden wir dann auch wieder von Überpflegung oder so. Ne? Also Reinigungsöl gehört zwar zur Hautpflege, soll aber die Haut nicht pflegen, sondern Gleiches löst Gleiches extrem gut. Kommt aber auch nicht für jeden in Frage. Ich mache das am Abend. Zum einen, weil ich ab und zu mal geschminkt bin und das Öl damit halt einfach anlösen kann. Oder eben, weil ich Sonnenschutz trage, der wird da in dem Bericht gar nicht angesprochen, was auch fatal ist, ne? Also, heutzutage sollte man Sonnenschutz tragen. Das sollte einfach schon zum Standard gehören. Wir lassen mal weiterlaufen. Und das gezeigte Micellenwasser, was wir hier gerade sehen, wird ja auch falsch definiert. Ich habe das früher auch falsch angewendet. Ne? Ich habe meine Fehler auch gemacht. Micellenwasser ist sozusagen ein dünnes Waschgel. Das muss man runterwaschen. Du würdest ein Waschgel auch nie auf dem Gesicht lassen, nur weil das eben wässrig ist. Lassen das viele Leute drauf. Nee, 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 nee. In diesem Podcast, den ich euch verlinkt habe, erklärt das Leon noch mal ein Stückchen besser. Du kannst dich zum Beispiel beim Abschminken mit dem Micellenwasser abschminken, aber dann musst du dich noch mal reinigen. Also das ist eine Double Cleansing Methode, die man empfehlen kann. Aber nicht als Gesichtswasser nehmen. Das ist nicht gut. Chemical Peeling? Klärendes. Chemisches Peeling hat eigentlich nichts mit einer Reinigung zu tun, sondern ist schon ein Active, was hier in den Raum geworfen wird, was eigentlich nichts bei einer Basispflege zu suchen hat. Muss ich schon mal an der Stelle sagen. Gesichtswasser? Eine 7-Tage-Ampullenkur? Ampullen sind auch was ganz Besonderes. Das ist reines Marketing von den Herstellern. Hier steht jetzt vegan drauf, aber das ist reines Marketing von den Herstellern. Meistens sind Serien in diesen Ampullen drin und man hat wesentlich weniger in so einer 7-Tage-Kur und bekommt dann für viel, 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 viel mehr Geld ein bisschen Produkt, was eigentlich meistens gar nichts kann. Ne? Also muss man auch sagen, ja, die Drogerie. Allgemein die ganze Hautpflege, Skincare, durch diese Auswahl. Nichts ist einfacher geworden. Muss ich an der Stelle sagen. Nichts ist einfacher geworden. Oder eine Paradise Punch Tuchmaske? Nicht nur ich bin verwirrt. Wenn ihr solche Masken euch kauft, solche Sachen, rate ich euch ab. Ne? Also erstens ein Haufen Müll. Zweitens sind solche Sachen extrem parfümiert. Also da machen es sich die Hersteller wirklich einfach, dass sie sagen, ja, der Endverbraucher kauft's ja. Nee, also
Es wird immer mehr erwartet, dass wir Endkonsumenten, jetzt mache ich das ja schon seit ein paar Jahren und 5 Jahren, grob 5 Jahren, so bin ich in der richtigen Schiene gelandet. Ich habe auch eine Entwicklung. Wer sich ein bisschen auf meinem Kanal austobt, sieht, ich habe auch mal Naturkosmetik und Co. verwendet, die ja voller Alkohol und Co. sind. Das ist auch nicht gut, ne? Ich habe auch mal Seife genommen zum Reinigen. Das ist auch nicht gut. Bin ganz froh, dass sie dieses Seifenvideo nicht gefunden haben. Hey. Wenn man hier vorsteht, dann ist es schon ein bisschen viel, weil irgendwie spricht einen alles an, irgendwie könnte alles funktionieren. Ich bin gerade so in der Phase, wo ich. Also, man sieht hier Gott sei Dank die ganzen No-Produkte bei der einen, ne, im Hintergrund schön stehen. Und da sieht man ja, dass man sich im DM befindet. Und hier wird dann die Frau platziert vor den ganzen Balea-Produkten, diese Balea-Expert-Sachen. Und ich komme noch aus einer Zeit, weil sie jetzt ein bisschen eine unruhige Haut hat und sie wurde wahrscheinlich auch deswegen hergenommen. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man Clearasil genommen hat und wo man seine Haut nur so weggeätzt hat. Absolut weggeätzt. Ich bin mir bei ihr sicher, dass sie ihre unruhige Haut in den Griff kriegen würde, wenn sie sich ein bisschen mit Skincare näher beschäftigen würde. Dass das heutzutage sau schwierig ist, keine Frage. Und deswegen gibt es ja auch Kanäle wie meinen Kanal, aber auch einen reichweitenstarken Leon, den man natürlich nicht mehr so erreichen kann wie früher, weil er halt eine riesen Reichweite hat. Aber deswegen gibt es ja zum Beispiel auch mich und mir kann man Fragen stellen. Und ich stelle gerne Leuten auch eine Skincare-Routine zusammen, die Sinn macht. Aber da brauche ich halt so ein paar Eckdaten wie, was für ein Hauttyp bist du? Also trocken, fettig, Mischung daraus. Die meisten Menschen haben eine Mischhaut und darauf kann man aufbauen. Heißt, Skincare ist auch immer ein Rumprobieren. Ne, wenn du eine fettige Haut hast, musst du anders reagieren, wie als wenn du eine trockene Haut hast. Und dann kommen noch so Extras wie empfindlich auf Stoffe reagieren und so. Das ist nicht einfach. Das war noch nie einfach. Probiere, weil jetzt auch gerade so meine Probleme mit der Haut kamen. Meine Creme ist aus, jetzt gucke ich mal. Aber ob ich da jetzt fündig wäre, weil da brauche ich länger. Meine Creme ist aus. Ich bin selber Schwäbin. Ich glaube, sie ist Schwäbin. Für solche Menschen ist es natürlich extrem schwierig, weil der ganze Laden voll steht. Ich habe mal eine im DM beraten, weil die auch eine Creme gesucht hat und habe mich da länger mit der unterhalten. Und dann hat die auch gemeint, machen Sie das beruflich? Habe ich gesagt, indirekt. Ich bin halt Influencerin, Content Creatorin, sage ich lieber, weil die Influencer im Internet im Allgemeinen ja so einen schlechten Ruf haben und Leute immer so ein bisschen locken wollen. Aber nach über 5 Jahren, also ich habe mir halt echt auch viel angelesen, glaube ich mal zu meinen, dass ich ein bisschen Ahnung habe. Und ich höre halt eben auch Menschen zu, die eine Ahnung haben und trage das dann weiter. Und mein Mann ist dabei. Ich selbst bin seit Jahren überfordert von dem unübersichtlichen Angebot an Reinigungs- und Pflegeprodukten. Ich meine, wenn man selber auch das Interesse schon nicht hat, und das ist ja auch okay, ne? Also es gibt für mich ja auch Themen, wo ich überfordert bin. Und dann so einen Beitrag machen, überlieferst du ja dein Desinteresse weiter. Es gibt Menschen, die sich dafür interessieren und ziemlich viele Jungs sind jetzt dabei, was ich richtig cool finde. Gibt immer noch hartgesottene Männer, die sagen, Wasser und Seife reicht mir. Aber es gibt immer mehr Jungs, die sich halt dafür interessieren. Und es ist okay. Es muss sich nicht jeder damit beschäftigen. Deswegen gibt es Kanäle wie meinen, wo man auch mal Fragen stellen kann. Ne? Was kann ich tun, wenn ich dies, das und jenes? Und ich schreibe mir schon so ein bisschen ans Revier, dass ich da schon ein bisschen Ahnung habe. Und wenn ich habe einen Discord, ne? Also auf YouTube gibt es mich,
zwar auch, aber ich habe noch einen Discord. Und da unterhalten wir uns viel zum Beispiel über Skincare und tauschen uns aus und so. Und ja, ich nehme auch Erfahrungswerte von meinen Zuschauern auf. Selbstverständlich. Auf die reagiert meine empfindliche Haut nämlich, das weiß ich aus Erfahrung, schnell mal irritiert. Mit Rötungen, kleinen Pickelchen, trockenen... Also sie hat jetzt Produkte gezeigt, die stark parfümiert sind. Und jetzt greift sie ins Regal, glaube ich, zu L'Oreal. Also wahllos. Dann hat sie vorher ein chemisches Peeling gezeigt. Das sind natürlich alles Sachen für empfindliche Haut, die nicht so geeignet sind. Ne? Also man muss schon in Skincare ein bisschen Wissen reinlegen. Und das machen uns die Hersteller nicht einfacher. Definitiv nicht. ...oder juckenden Stellen. Darum überlasse ich meine Haut seit ein paar Jahren einfach sich selbst. Morgens und abends zwei Handvoll Wasser ins Gesicht. Das war... Also, da habe ich mich vor kurzem auch mit jemandem unterhalten. Also ich habe jemandem eine Routine zusammengestellt. Und es ist tatsächlich so, wenn du so eine empfindliche, trockene Haut hast, dann kann es am Morgen reichen, wenn du warmes Wasser verwendest, nur zum Reinigen. Also du brauchst nicht ein Reinigungsmittel. Das muss nicht sein. Also da reicht Wasser. Aber hast du so einen Hauttyp wie ich? Es ist von Hauttyp zu Hauttyp anders. Das ist viel zu individuell. Hast du so einen Hauttyp wie ich? Fettige Haut, also eher Mischhaut, große Poren. Dann musst du schon ein bisschen mehr Reinigung am Morgen betreiben. Natürlich übertreib's nicht. Nur du musst immer nach den Gegebenheiten von deiner Haut gehen. Das ist auch wichtig. Aber jemand, der hat wirklich empfindlich schon reagiert, was Skincare betrifft, und eher nicht zu fettiger Haut neigt, also eher trockene Haut hat, da reicht Wasser. Morgen, da reicht Wasser. Du solltest aber am Abend hergehen und dann dein Gesicht tatsächlich reinigen. Spaß. Für mich als Mutter von zwei kleinen Kindern zugegebenermaßen auch ganz praktisch. Vor allem aber fühlt sich meine Haut ohne Creme und Co. überraschenderweise auch gar nicht trocken an, so wie ich erwartet hätte. Ich habe eher den Eindruck, sie pflegt sich irgendwie selber, seit ich sie in Ruhe lasse. In letzter Zeit habe ich außerdem auch immer mal wieder gelesen, Reinigen und Cremen kann unsere Haut richtig schaden. Also, wenn du die falschen Sachen nimmst, es gibt so triggernde Inhaltsstoffe wie Alkohole, Duftstoffe, dann, wenn du dir, ohne dass du Erfahrungen mit Actives hast, Actives ins Gesicht klatscht, man wird ja auch gelockt mit diesen ganzen Werbeversprechen, ne? Also Retinol, weniger Falten. Und ja, man hat ja auch, wenn man so eine empfindliche Haut hat, schon so ein bisschen den Willen, dass man eben diese Haut, also sie juckt ja dann auch so ein bisschen, dass man das in den Griff bekommt. Aber da gehen die meistens, und das ist einfach ein Erfahrungswert, weil ich mich schon mit so vielen Leuten darüber unterhalten habe, da gehen viele Fehler vorn hinweg. Ne? Also man muss nicht eine riesen Routine haben, das muss man gar nicht. Da werden wir gleich noch drauf kommen, weil ich habe hier so ein paar Produkte stehen. Aber ist mein gar nichts machen der richtige Weg? An der Uniklinik Tübingen bin ich mit der Dermatologin Professor Claudia Borelli verabredet. Schon am Telefon hat sie mir erzählt, viele Menschen haben mittlerweile durch falsche oder zu viele Pflegeprodukte richtige Hautprobleme. Man muss sich darüber klar sein, dass vieles Werbung ist. Nicht alles wirkt so, wie es wirken soll. Das heißt, nicht alles, was auf dem Markt erhältlich ist oder was im Internet besprochen wird, ist sinnvoll und gut. Haben wir gerade besprochen, ne? Also nicht alles, was gezeigt wird, macht Sinn. Und man kann aber nicht wegen der Hautpflege immer zum Hautarzt gehen. Also ich kriege bei meinen Hautärzten nicht so regelmäßig Termine. Aber, und ich muss dazu auch noch sagen, es gibt ja die Leute, die eben auch Hautkrankheiten haben. Da müsst ihr dringend zum Dermatologen. Rosacea, Akne,
fallen mir jetzt ein, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Oder wenn ihr halt negativ auf Produkte reagiert habt und das nicht mehr wegbekommt, dann würde ich natürlich auch zum Hautarzt gehen. Das ist natürlich auch wichtig. Dann kommen Sie rein, Frau Sanchez. Ihre Patientin Sonja Sanchez kommt heute zur Nachkontrolle. Auch bei ihr hat eine zu reichhaltige Reinigung und Pflege zu heftigen Entzündungen geführt. Sowas hatte ich als Kind. Und zwar dachte ich als Kind, ich müsste meiner Mutter nachmachen, wie sie sich Oil of Olas aufs Gesicht schmiert. Ich bin also als Teenie hergegangen und habe tatsächlich mir eine extrem reichhaltige Creme aufs Gesicht geschmiert und habe dann auch lauter Entzündungen gehabt. Ich war dann natürlich auch ein Fall für den Hautarzt, weil das geht ja gar nicht. Also du musst schon ein bisschen wissen, wie ist meine Haut, wie funktioniert die. Mir hat damals eine Kosmetikerin ganz gut geholfen, indem sie mir halt damals, das ist locker schon 15 Jahre her, erklärt hat, nur weil sie eine fettige Haut haben, heißt das nicht, dass sie nicht feuchtigkeitsarm ist. Weil ich habe ja zum Anfang gesagt, ich komme aus einer Zeit, wo man sich noch Klerasil aus Gesicht geschmiert hat. Und das ist nicht geil. Es hat gejuckt, es hat gespannt. Es war mehr als unangenehm. Und ich habe mich ehrlich gesagt mit der Optik auch fast nicht mehr unter die Leute getraut. Die Vorgeschichte: Sonja Sanchez war vor einem Jahr auf extrem reichhaltige Pflegeprodukte umgestiegen. Und die haben ihrer Haut geschadet. Krank durch Überpflege. Dafür gibt es sogar einen medizinischen Fachbegriff. Ja, wir sehen ja hier ganz eindrücklich bei Ihnen, auch wenn Sie beschreiben, dass es zeitweise noch schlimmer war, die periorale Dermatitis, ganz typisch um den Mund. Unsere Haut ist leicht zu irritieren, obwohl sie eigentlich über eine geniale Schutzschicht verfügt, mit der sie uns gegen Keime und Erreger von außen schützt. Ganz wichtig eben, und jetzt kommt da eine schöne Erklärung. Bloß weil ihr alles in der Drogerie bekommt, bloß weil ihr bei verschiedenen Leuten ständig neue Produkte seht, heißt das nicht, dass ihr alles auf einmal verwenden sollt und dürft. Das ist ganz wichtig. Also ich bin ein bisschen umgestiegen bei mir auf dem Kanal, dass ich eben auch Routinen zeige. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass ich auf die verschiedenen Hauttypen auch eingehen sollte und eingehen muss, weil doch das dann probiert wird. Man hat ja schon eine Reichweitenverantwortung. Dafür sorgt die Epidermis, die oberste unserer drei Hautschichten, mit einer Art Mauer. Deren Ziegel bestehen aus Keratin, also Horn, und sind eingebettet in einen Mörtel aus Eiweißen und Fetten, den Keramiden. Diese Mauer wächst ständig von unten nach. Die Epidermis braucht für eine Rundumerneuerung rund 4 Wochen. Die heftige Hautreaktion von Sonja Sanchez beschäftigt mich. An der Universität Tübingen treffe ich Pharmazeutin Professor Dominique Lunter. In Laborversuchen beobachtet sie, wie Hautproben auf einzelne Inhaltsstoffe von Reinigungs- oder Pflegeprodukten reagieren. Und schauen uns danach an, was die Creme mit der Haut gemacht hat. Eine wichtige und gleichzeitig empfindliche Rolle im System Haut spielt das Sebum, eine dünne Fettschicht oben auf der Epidermis. Genau, und das ist wichtig. Ne? Also Menschen wie ich, die eher eine fettige Haut haben, und ich glänze, man sieht das jetzt auch schon wieder. Ne? Menschen wie ich, die eher eine fettige Haut haben, die können ein bisschen mehr abhaben. Also die vertragen einfach mehr. Bist du aber ein Mensch mit einer trockenen Haut, solltest du umso vorsichtiger agieren. Also immer gucken, was die Haut dir sagt. Und nicht glauben, ich habe schon so viele Fehler in meinem Leben gemacht. Und nicht glauben, nur weil meine Haut jetzt reagiert, versuche ich, das wird schon weggehen. Nee, nee, nee. Eine Hautreaktion bedeutet immer, Vorsicht, du hast vielleicht was falsch gemacht. Sebum ist übrigens nichts anderes als Talg und eine tolle individuelle Pflegecreme, wenn die Talgdrüsen nicht gerade, wie etwa in der Pubertät, zur Überproduktion neigen.
Der Talg sorgt darüber hinaus gemeinsam mit Milchsäuren aus unserem Schweiß und bestimmten Aminosäuren der Haut für einen sauren pH-Wert. Ein guter pH-Wert der Haut oder der natürliche pH-Wert der Haut liegt so zwischen 4,5 und 5,5, also im sauren Bereich. Und der bewirkt, dass die Hautbarriere funktioniert. Ich zeige euch jetzt mal was. Ich zeige es euch jetzt im Voraus. Im Beitrag wird jetzt nachher gleich von einem Sündert gesprochen. Ich glaube, die Shenya aka Inkipedia hat da mal einen richtig guten Beitrag auf ihrem Blog geschrieben. Fand ich auch ein bisschen... Wir kommen da dazu noch. Das hier ist ein Produkt von Isana. Und Isana hat ein seifenfreies Blushstück. Das gibt es auch von DM. Das gibt es meiner Meinung nach auch von Sebamed. Und das hat den pH-Wert 5,5. Und das, da bist du in einem guten Bereich. Ne? Also damit dusche ich. Aber das darf ich nicht fürs Gesicht nehmen. Das vertrage ich nicht, zum Beispiel. Also da reagiert meine Haut drauf. Diesen sauren pH-Wert ist auch unser Hautmikrobiom angewiesen. Durch das saure Milieu schützt sich die Haut vor Krankheitserregern. Es verhindert, dass diese in die Haut eindringen können. Die Haut verfügt also über ein kluges Pflege- und Schutzprogramm. Doch das kann schnell, wie bei Sonja Sanchez, aus der Balance geraten. Zum Beispiel durch zu viele zusätzliche Fette oder Öle von außen. Über den ganzen Tag verdunstet ja immer Wasser über unsere Haut. Das ist ganz normal, das muss auch so sein, ist gut so. Wenn wir jetzt Öl auf die Haut drauf geben, dann wird diese Verdunstung von Wasser verhindert. Das Wasser bleibt in der Haut und dort quillt dann die Haut auf, dadurch, dass mehr Wasser vorhanden ist. Das kannst du dir aber dienlich machen, wenn du beispielsweise eine sehr trockene Haut hast. Und ich bin ja jemand, die fettet sehr stark, ne? Also feuchtigkeitsarm. Ich sage jetzt nicht trocken, feuchtigkeitsarm. Und wenn ich möchte, dass die Feuchtigkeit da drin bleibt, muss ich natürlich eine Creme auftragen. Und ich vertrage auch nicht alle Cremes. Also durch das, dass ich hier auch viel probiere, merke ich halt auch, dass ich mit verschiedenen Formulierungen einfach Probleme habe. Aber es gibt immer mehr Formulierungen auf dem freien Markt, die funktionieren eigentlich recht gut. Und dadurch wird die Hautbarriere dann auch durchlässiger, weil sie eben aufgequollen ist. Und dann haben Erreger leichtes Spiel, in die Haut einzudringen. Extrem kritisch bewerten Dermatologen auch reine Öle zur Reinigung und Pflege. Die werden seit ein paar Jahren von vielen Influencern auf YouTube massiv gehypt. Nimmst du das Öl und verteilst es auf die trockene Haut. Dadurch habe ich das Gefühl, öffnen sich die Poren. Ui, da ist er. Erstmal wird das Ganze nicht massiv gehypt, sondern, und jetzt sage ich es nochmal, du musst schauen, ob du das verträgst. Na, also das ist ganz wichtig, weil... Gleiches reinigt Gleiches sehr gut. Aber nochmal gesagt, solche Sachen, und das hier ist ein bisschen teurer gewesen von Bayer und Söhne, das ist eine sehr gute Marke, musst du auch wieder runterkriegen vom Gesicht. Nur wenn du das verträgst, nütze das auch. Wenn du das nicht verträgst, Finger weg. Aber so wie es jetzt gerade dargestellt wird, die Haut würde aufquellen, ja, das tut sie schon auf gewisse Art und Weise. Aber wenn du ein richtiges Verhalten an den Tag legst, passiert dir da gar nichts. Ich muss dir für die Ölreinigung besorgen auf jeden Fall kaltgepresstes Rizinusöl. Das geht wirklich. Das ist wirklich krass, euer Gesicht nur mit Öl pflegen. Und mein Trägeröl ist Mandelöl, kaltgepresstes. Trockene Haut verwendet 10% Rizinusöl und 90% Trägeröl. Zum einen sollte man erstmal hinterfragen, wem höre ich da eigentlich zu? Das sollte man wirklich hinterfragen. Und so wie ihr das hingeschnitten habt... Ich bin immer noch sauer. Wir haben da lange, also ich habe da längere E-Mails dazu geschrieben. Ne? Also man kann Skincare nicht generalisieren. Das geht nicht. Und
Vor allem würde ich niemals hergehen, morgens wie abends, das wäre mir viel zu reichhaltig und ist nicht notwendig, Öl zu verwenden. Also, Öl verwendet nur derjenige, der es auch verträgt. Es wird bei Influencern ein bisschen zu sehr zur Regel, dass sie sagen, du musst das machen. Du machst das, was deine Haut verträgt. Mit Öl reinigen bedeutet, aber das ist so die mildeste Art und Weise. Und wenn du merkst, dass du ein Öl nicht richtig runterkriegst, dann ist das nicht das richtige Produkt für dich. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und nochmal gesagt, vor 5 Jahren, man spricht von einem Hype und mit einem Video von mir von vor 5 Jahren, also daran merkt man schon, da ist kein Hype, ne? Also, und das Video von der Jasmina war nämlich auch älter. Das kann man so nämlich nicht sagen. Bei den anderen zwei weiß ich es nicht. Also es sind ja insgesamt 4 mit mir. Ich kenne die anderen zwei, kenne ich leider nicht. Ich sag's immer wieder in meinen Videos, nütz nur das, was du verträgst. Und wie gesagt, das ist die mildeste Art und Weise. Man kann seine Haut auf die milde Art und Weise reinigen, nur wenn du geschminkt bist zum Beispiel, wenn du es verträgst. Ich will es jetzt nicht nochmal sagen. Und ja, die Hautärztin hat schon recht. Also versuch, dich so zu informieren, dass du da auch einen Benefit draus nimmst. Ich wurde ein bisschen als schlechte Quelle dargestellt, ne? Wie ist der ausgebildet? Kann der das eigentlich einordnen? Die Ölprodukte machen einfach eine Veränderung der Hautbarriere und es gibt auch Studien, die zeigen konnten, dass das tiefer in die Haut eindringt, was es nicht tun sollte. Zurück bei Sonja Sanchez. Als sie vorigen Winter bei plötzlich extrem trockener Haut zu einer fettreichen Creme griff, war das grundsätzlich gar keine so schlechte Idee. Als es dann in den Sommer ging und heiß wurde, hätte ich vielleicht wieder die leichtere Pflege nehmen sollen. Darauf muss man jedes Jahr achten, wenn wir eben von Winter auf Frühjahr, Sommer umstellen, dass die Pflege eben nicht so reichhaltig ist. Genau das. Und da gehört eben auch dazu, wie die Reinigung ist, ne? Also ob du das verträgst oder ob du es nicht verträgst. Und jetzt kommt nämlich gleich was viel zu sehr vergeneralisiert wird. Das zählt nämlich für das andere Produkt, was ich auch schon in die Kamera gehalten habe, auch. Auch das verträgt nicht jeder. Ich zum Beispiel nicht so. Bei einer perioralen Dermatitis, wie bei Sonja Sanchez, hilft dann nur eine sogenannte Nulltherapie. Für einige Wochen keinerlei Reinigungs- oder Pflegeprodukte und zusätzlich gegebenenfalls entzündungshemmende Medikamente. Ich konnte richtig zugucken, wenn ich am Spiegel vorbeiging und reingeguckt habe, habe ich jedes Mal gedacht, wow, ich glaube schon wieder ein bisschen besser. Und was zum Beispiel auch wichtig ist, das mache ich auch hin und wieder, wenn man es verträgt. Ich mache es aber immer am Abend, das ist auch nicht ideal. Einfach Pausen einlegen. Pausen. Ne? Also beim Reinigen vielleicht aufhören, gerade wenn man eher zu Pickelchen neigt und so, ist halt eine Reinigung auch wirklich wichtig, weil sonst verstopfen dir die Poren noch mehr und wenn ich mein Gesicht nicht mehr reinigen würde, hätte ich halt eine richtig unruhige Haut. So kann ich das also zum Beispiel bei mir auch nicht machen, dass man bei mir sagt, reinige dein Gesicht gar nicht mehr und das wäre nicht gut. Wenn sich die Haut dann wieder erholt hat, und auch ganz allgemein raten Experten zu einer auf den Hauttyp angepassten Reinigung und Pflege. So ist das. Also es ist schon sehr viel Wahres in dem Bericht drin. Du musst das auf deinen Hauttyp abstimmen. Und wenn dich die Hautpflege, das Sortiment in den Drogerien über, wie sagt man so schön, überwältigt, geh zu einer Kosmetikerin. Die weiß meistens ein bisschen mehr. Aber ich kann dir einfach Leute wie die Shenya, wie den Leon empfehlen, die halt auch, also bei mir ist das von den Inhaltsstoffen nicht so ganz ausgeprägt. Ich weiß ein bisschen was, weil ich mich halt einfach damit beschäftige. Aber so stur auch zu sagen, ja, wie ist die Ausbildung desjenigen?
okay. Ne? Also ich versuche schon einen Mehrwert rüberzubringen. Ich habe nicht die entsprechende Ausbildung. Ich bin Social Media Marketing Managerin. Aber es heißt ja nicht, dass ich mich nicht mit dem Thema auseinandersetzen darf und kann. Guck mal mit meiner Lupe. Was für einen Hauttyp man hat, kann man durchaus mal von einem Dermatologen bestimmen lassen. Sie haben oben haben Sie eine. Ja, kann man machen. Machen zum Teil aber auch KosmetikerInnen. Seborrhoe, eine fettige Haut, grobporige Haut, unten haben Sie eine trockene Haut. Und Wasser allein reiche zum Waschen nicht. Eine Reinigung morgens und abends ist sehr sinnvoll, weil wir über den Tag Kontakt haben zu Feinstaub, Dieselpartikeln, Pollen und die sollte man am Abend dann wieder von der Haut runterwaschen. Weil diese Partikel nicht wasserlöslich sind, braucht es eine Reinigungssubstanz. Dabei sollte man niemals normale Seifen verwenden, denn deren pH-Wert ist alkalisch, also nicht sauer. 2 bis 6 Stunden braucht unsere Haut nach einer Seifenattacke, um ihren pH-Wert wieder abzusenken. Sowas von richtig. Und das nochmal, das seifenfreie Waschstück jetzt von Isana. Sowas gibt es von Sebamed, glaube ich zumindest. Und von Balea gibt es sowas auch. Wenn man es im Gesicht verträgt, probier es mal aus. Aber ich kann damit nur duschen, wie schon erwähnt. Also im Gesicht fange ich dann irgendwann an, richtig, das ist mir zu juckig, weil da eben zum Teil auch Duftstoffe drin sind, die ich in Produkten halt nicht vertrage. Das führt bei mir zu Reaktionen, die richtig heftig sind inzwischen. Und in dieser Zeit vermehren sich Pilze oder Viren. Statt einer Seife sollte man darum immer ein Syndet verwenden. Das fand ich ein bisschen ungünstig, dass man das in dem Beitrag nur Syndet nennt. Denn probier's mal aus, geh in den DM oder in Rossmann und frag mal nach einem Syndet. Da wirst du mit großen Augen angeguckt, weil diesen Begriff kennt nicht jeder. Das kennen Menschen, die sich mit dem Thema Hautpflege auseinandersetzen. Und wie schon mal erwähnt, weil leider überliefert dieser Beitrag so ein bisschen, ja, man muss sich immer angucken, was derjenige macht und was er kann und so. Menschen, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, die wissen das halt. Aber Menschen, die das eben, also die sich nicht damit auseinandersetzen. Und man kann ja nicht erwarten, dass Menschen, die in Drogerien arbeiten, alles zu 100% wissen. Frag mal nach einem Syndet, die guckt dich mit großen Augen an. Oder es sind vielleicht mal 2 dabei, die das wissen. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist so mein Way-to-Go-Produkt, das Ultra-Sensitive Waschgel von Balea Med. Aber auch für dieses Produkt zählt, wenn du es verträgst, probier es aus. Wenn du es nicht verträgst, kann vielleicht das hier auch was sein am Morgen. Oder eben, wenn du trockene Haut hast, nur warmes Wasser. So wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, du musst immer gucken, was deine Haut dir sagt. Wenn die reagiert, sofort aufhören. Das sind chemisch hergestellte Reinigungssubstanzen mit saurem pH-Wert. Die meisten Waschlotionen sind Syndets. Es gibt sie aber auch als festes Waschstück. Und braucht man zusätzlich immer auch eine Creme? Jemand, der eine fettige Haut hat, der darf eher ein Reinigungssyndet verwenden, was etwas Fett wegnimmt und die Haut trockener macht und braucht nicht unbedingt danach eine Creme zwingend. Während jemand, der zu trockener Haut neigt, der braucht auf jeden Fall nach einer milden Reinigung mit einem Syndet dann wieder eine Creme, um das Hautgefühl zu verbessern und die Schuppung der Haut zu vermindern. Für meine trockenen Hautstellen empfiehlt mir Claudia Borelli eine Feuchtigkeitscreme. Also, täglich reinigen mit einem Syndet und eine passende Creme sind sinnvoll. Aber mehr will und verkraftet unsere Haut nicht. Und genau diese Aussage ist falsch. Du kannst das nicht vergeneralisieren. Das geht gar nicht. Weil wenn du jetzt jemand bist, der eher eine trockene Haut hat, kannst du durchweg noch ein Serum dazu nehmen für die Feuchtigkeit. Und bei der ganzen Geschichte, wo ist da der Sonnenschutz? Wo ist der? So tagsüber, ne? Sonnenschutz, entweder Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 50, mal mindestens 30. Darüber wurde auch nicht gesprochen.
Ja, also an der Creme und am Waschen super, aber da fehlt noch was zwischendran. Und wer wirklich sich ein bisschen mehr dafür interessiert und merkt, das hat so ein bisschen Interesse bei mir geweckt und ich habe da so ein Interesse auch so mal ein Retinol zu probieren oder so, seid mit solchen Actives extrem vorsichtig. Ne? Also nur weil es in der Drogerie das gibt, heißt es nicht, dass du alles auf einmal anwenden kannst. Also Waschgel oder sowas oder ein Öl, das verwendet man dann am Abend, oder warmes Wasser. Ein Serum für die Feuchtigkeit, was mit Niacinamid, Hyaluron beispielsweise, immer darauf achten. Keine Duftstoffe, nach Möglichkeit nichts mit Alkohol. Und leider muss man in der Drogerie darauf achten, denn das sind oft Duftstoffe drin. Es gibt aber Produkte, ich habe jetzt nur was für die Reinigung da, wie solche. Und solche, also das ist ja eher ein bisschen teurer hier, sieht man jetzt nicht so richtig durch das Licht. Das ist das Bayer und Söhne Produkt, ihr wisst ja. Kann man sich mal gönnen, muss man aber nicht. Das Hauptthema ist wirklich, achte bitte, bitte, bitte auf die Bedürfnisse deiner Haut. Und nein, nicht für jeden ist Waschen und Cremen das the way to go. Nee, da gibt es echt noch viele, viele Stufen dazwischen. Und diese Aussage möchte ich so nicht stehen lassen, weil sie nicht richtig ist. Also achte darauf, was deine Haut dir sagt. Und die sagt dir meistens das Richtige und denke nicht, die wird sich schon dran gewöhnen. Wenn du reagierst, machst du was falsch. Dann verwendest du ein falsches Produkt. So ist das eben. In diesem Sinne melde ich mich ab. Ich hoffe, ne, gesund. Ihr macht das nicht noch einmal, dass ihr mich da irgendwo zwischen reinschneidet. Denn das ist kein Trend, sondern das ist eine Möglichkeit, wie man seine Haut mild reinigen kann. Und wenn man das nicht verträgt, dann muss man es sein lassen. Also, ich verabschiede mich und wünsche ja noch eine gute Zeit auf YouTube. Macht's gut, schenkt mir einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!